Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 mit einem wahnsinnig hübschen Auto, nämlich den Porsche Cayman GT4 aus dem Jahre 2016. Oh, jetzt bin ich leicht gegen den Analogstick gekommen und deswegen sind wir hier im Forza Vista Modus und wir können tatsächlich in eine etwas höhere Perspektive, auch wenn es das HUD das unten nicht verrät. Vielen Dank aber da an den Oliver, der mir das in den Kommentaren verraten hat, indem wir den linken Stick reindrücken. Keine Ahnung, warum das eine Funktion ist, die standardmäßig drin ist, dass du so weit unten startest, ob man da, keine Ahnung, die Autos besser in Szene setzen wollte. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall vielen Dank an Oliver, weil jetzt können wir uns das Auto auch mal schön von oben anschauen. Und ja, vor allem den hier, den möchte man sich auch mal gerne hier ein bisschen genauer angucken. Der Porsche Cayman GT4, ein wunderschönes Automobil. Gibt jetzt auch scheinbar eine neue Version, die mit einem Facelift daherkommen soll. Und ja, ich habe die Berichte schon gelesen in den letzten Tagen oder ist, glaube ich, schon ein Weilchen her. Oder? Jetzt muss ich mal gucken, wann genau das ist. Mann, ich verliere mein gesamtes Zeitgefühl. Ich schaue später nach, egal. Ja, ist ein bisschen blöd, wenn man sehr, sehr, sehr tief in der Uni drin steckt. Aber ist halt leider so. Und machen erstmal den Motor an und lauschen. Pferdchen soll das Fahrzeug haben. Ich habe aber gerade schon mal die KW-Zahl mal umgerechnet. 390 war der Wert, auf den ich gekommen bin. Ein wenig irritierend, in der Tat. Aber schauen wir mal, ob diese 5 PS sich auch wirklich sehr, sehr klar bemerkbar machen bei diesem Auto. Ja, ich hatte ja das große Glück, letztes Jahr auf einem Forza Motorsport 7 Event eingeladen zu sein. Und das war in Zusammenarbeit mit Porsche. Und dadurch konnte ich in 4 verschiedenen Porsche-Modellen unterwegs sein. Ich werde wahrscheinlich nochmal ein passendes Video dazu machen, weil das ist halt eine wirklich sehr, sehr geile Sache. Wir waren auf der Porsche-Teststrecke und da konnten wir zum einen den Cayman S fahren, den Boxster S, den... ist das auch ein Track-Toy? Moment. Ach, okay, gut. Ja, machen wir mal. Ja, den Porsche Cayman S, den Boxster S, den Carrera S und den Carrera 4S konnten wir fahren. Eine geile Fahrzeugauswahl. Es war wahrscheinlich der schönste Tag oder einer der schönsten Tage meines Lebens. War nicht meine erste Rennstreckenerfahrung tatsächlich. Als Fahrer schon, aber ich saß schon mal auf dem Beifahrersitz eines Radical SR8. Das war auch geil. Los! Ich wollte eigentlich, den Sender mal wechseln. Ich hab Radio aus. Warum kommt denn in den Zwischensequenzen eigentlich immer Musik? Ich mute die dann immer für euch, damit auch nicht 2 verschiedene Musikstücke aufeinander sind. So, dann gucken wir mal, wie die ersten Meter hier im Cayman S so sind. Oh, kannst du schon... Boah, du kannst den aber auch richtig schön um die Kurven zwirbeln. Wenn du willst, geht er quer. Okay, jetzt will ich mal nicht. Ist der Ford Mustang auch ein Track-Toy? Ja, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Sache. Und da gab es auch eine Werksbesichtigung. Insgesamt sehr cool. Und ja, seitdem... weiß man dann auch mal, wie sich... so ein Auto anfühlt, was dann halt nicht einfach, keine Ahnung, kleiner Kleinwagen ist oder so, den man mal fährt, sondern was halt auch einfach mal ein Porsche ist. Seitdem kennt man, um es kurz zu fassen, einfach mal die Qualität von Porsche. Man weiß, wie sich so ein Ding anfühlt, wie so ein Ding von innen klingt, wenn man selbst auch mal fährt und so. Ich meine, wir konnten auf der Teststrecke auch, wir sind Kolonne gefahren, aber du konntest da bis zu 200 km/h erreichen, das war verrückt. Ja. Und ja, es war mega gut, also ich sag mal so, durch solche Erfahrungen wächst einem eine Marke dann durchaus so ein bisschen ans Herz. Passende Kappe, dazu trage ich natürlich auch. Nee, es gibt leider keine geilen Porsche Caps. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich letztes Mal umgeschaut nach so ein paar Caps von unterschiedlichen Fahrzeugherstellern. Es gibt keine coolen Porsche Caps. Zumindest habe ich keine gefunden. Ich habe auf Amazon mal geguckt, vielleicht sollte ich mich da mal beim Fanshop oder so mal umschauen. Vielleicht haben die irgendwelche coolen WEC-Caps noch da. Aber
ich habe keine coolen Caps von Porsche gefunden, leider. Eine BMW-Cap habe ich mir jetzt auch geholt. Eine richtig geile, wie ich finde. Aber, wie gesagt, es gibt... Und ich habe zumindest keine coole Porsche-Cap gefunden. Ja, aber wie dem auch sei, trotzdem natürlich prägen dich solche Events halt auch irgendwo. Ich meine, mal angenommen, euch lädt jetzt irgendwie Renault zu einem Formel 1, zu einer Formel 1-Fahrt ein, ja. Dann würdet ihr auch Renault feiern bis zum geht nicht mehr. Unabhängig davon, ob ihr die Marke davor irgendwie cool fandet oder nicht. Und ja, natürlich sollte man trotzdem mit einem relativ nüchternen Blick drauf schauen, aber trotzdem, es ist an sich eine geile Sache und Negatives kann ich vor dem Tag auf jeden Fall nicht berichten. Das Coole ist, ich hatte am Tag davor auch Geburtstag und dementsprechend war das auch für mich so ein bisschen eine Art... Damit sind wir bei den 12 besten Straßenfahrern des Festivals, die allesamt um den Meistertitel für das Straßenrennen bei Horizon kämpfen. Das ist der Kolossus. Bist du bereit? Das sieht interessant. Kann ich die gesamte Karte eventuell sehen? Okay, Kolossus. Es klang eigentlich nach einem sehr großen Rennen, aber irgendwie weiß ich nicht. Ob es groß ist oder nicht, weiß ich nicht. Wie dem auch sei, wir tunen erstmal unser Auto. Ja, es war ein Tag nach meinem Geburtstag. So gesehen kann es auch als kleines Geburtstagsgeschenk gesehen werden. Dementsprechend war es einfach richtig geil. Was? War das? Oh Gott, mein rechter Fuß wird gerade mega taub. Das ist auch der Grund, warum ich so ein bisschen schief gerade gucke. Das tut mega weh. Ich frage mich, warum es so weh tut, wenn der Fuß mal taub wird. Und du dann... Na, egal. Okay, den Motor wechseln wir mal nicht. Die Antriebsart hingegen... Der hat sich eigentlich sehr human angefühlt, allerdings würde ich eventuell auch die Luftzufuhr ein wenig ändern. Und das haut natürlich schon direkt rein, ne? Achso, ne, Moment, Arbeit fortsetzen. So, zack. Aerodynamikteile packe ich auch rein, allein schon... Oh, der Heckflügel sieht eigentlich echt schön aus. Aber allein schon für die Kurvenlage. Wir haben das beim Lamborghini Huracan gesehen. Das ist irgendwann einfach eigentlich verpflichtend, dass du dann nochmal zusätzliche Tuning-Teile hinzufügst. Selbst wenn du keinen neuen Motor hinzufügst, ist es eigentlich echt empfehlenswert. Und Halleluja, die Felgen sehen echt schick aus. Oh, kann man so lassen. So, dann die kleinen Änderungen. Kupplung, Getriebe und hier Antriebswelle. Differential ändere ich eh nicht. Offroad. Für die Offroad-Fahrt optimieren, natürlich. Oh, die Gewichtsverringerung. Wie viel wiegt der denn noch regulär? 1,4 Tonnen. Moment, ganz regulär. Habe ich die Daten hier irgendwo? Ja doch, 1415 Kilo. Durch irgendwas haben wir schon Gewicht verloren. Wobei die Werte eigentlich auch nicht hundertprozentig korrekt sind. Wie gesagt, der hatte, glaube ich, 287 Kilowatt Leistung, was 390 PS entspricht im Spiel. In der Realität hat er 385 PS. Naja, wie dem auch sei, 1169 Kilogramm Gewicht. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Und ab jetzt wird's schneller. Deutlich schneller. Ich meine, wir sind bei 330 km/h Höchstgeschwindigkeit. Das ist schon ein phänomenaler Wert, aber... Halleluja, ey, wir sind auch bei über... Alter, das ist, wir haben ja nicht mal einen Motor angepasst, ne? Wir sind gerade... Doch, jetzt haben wir ein bisschen Hubraumvergrößerung, aber sonst haben wir den Motor nicht angepasst. Alter. Alter, wir sind bei 994. Seit wann kann der Cayman sowas? Ich bin gerade mega happy, ey. Was ist denn das für ein krasses Teil? Warum hat mir niemand gesagt, dass der so abgeht? Ich werde die Farbe eh ändern, aber Halleluja.
Puh. Ja, ich werde das Gelb auf jeden Fall anpassen. Vielleicht in ein etwas nicht neoniges Gelb, sondern ja, in ein etwas normales Gelb. Also ein etwas anderes Gelb oder vielleicht Rot oder Rot oder Blau. Da sieht er eigentlich auch echt geil aus. Schwarz ist ein bisschen Standard. Grau oder Silber? Silber finde ich echt schön bei dem. Also in Silber sieht er wirklich sehr, sehr gut aus. Auch in einem etwas helleren. Weiß sieht, finde ich, auch echt so ziemlich immer geil aus einfach. Also Weiß ist auch echt ein Farbton, der grundsätzlich sehr geil ist. Ja, dieses leichte Aschgrau ist auch ganz cool. Oh, das Babyblau ist ja cool. Ja, das sind glaube ich, so diese GT3 RS Farben, oder? Ich mach mal was anderes. Moment. Ich schau mal gerade, ob irgendeiner online ein cooles Design hat. Ach, da oben in der Mitte. Das Menü ist mir noch nicht so richtig zugänglich. Ich habe auch relativ wenig Kohle. Ihr müsst mir glauben, ich würde so gerne... Alter, die Leute können von sich selbst ein Bild hochladen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, das ist definitiv ein Meme-Face. Nicht der richtige Mensch, der das designt hat. Okay, ja, nee. Lackieren wir das in unserer eigenen Farbe mal. Hab jetzt nichts auf Anhieb gefunden, was mir so richtig gefallen hat. Ey, dann nutzen wir mal die Farbe. Warum nicht mal so ein geiles Blau? So. Und die Motorhaube lackieren wir mal einfach schwarz. Außenspiegel. Gelb. Komm, Außenspiegel auch mal. So ein leichtes Tech-Art-Design. Oh, Tech-Art. Tech-Art ist eine super Firma. Ich finde vor allem schon den Namen von Tech-Art hervorragend. Tech-Art, technische Kunst. Das ist ein genialer Name. Es ist einfach grandios. So, ganz, ganz kurz. Vielleicht kann ich hier tatsächlich nochmal den blauen Farbton leicht anpassen. Oder auch nicht. Ah, komm, ich wollte doch schon etwas leicht so Tekkat GT2 Street RS blau haben. Oh, das könnte sein. Es ist auch ein bisschen strahlender. Komm, ey Leute, es ist aktuell Sommersaison. In Forza ist es Sommersaison. Da muss auch mal ein etwas hellerer Farbton her. Der ist ein bisschen zu blass. Der ist genau richtig. Ah, Moment. Aktuelles Auto speichern. Wir müssen da noch die Motorhaube anpassen. Die hat sich ja zurückverwandelt. Meine Güte. Ja. Ich bin mal auf die Performance von dem Ding gespannt. Ich bin mal wirklich darauf gespannt, was dieses Auto gleich hier auf den Bildschirm zaubern wird bei mir und wie sehr mich das Auto dann beeindrucken wird. So, jetzt nochmal. Die Felgen, oh, die sehen eigentlich an sich schon ganz geil aus, aber mit dem Schwarz passt es noch nicht so. So passt es halt geiler. Halleluja. Ja, genau. Tech Art. Tech, Technik, Art, Kunst. Technische Kunst. Das ist ein genialer Name einfach nur. Oh Gott. Ich habe auch meine GT2 RS, nee, hier GT Street RS heißt der ja, glaube ich, gesessen. Halleluja. Das ist dein Ding geil, ey. So, jetzt ab. Ja, auf geht's. Fahren wir doch das Kolossus-Rennen, oder? In unserem kleinen Koloss hier. Ein kleiner Kampfkoloss. Nee, falsches Event. Da. Ich war ja so ein bisschen irritiert. Aber ey, der hat eine gute Kurvenlage. Der liegt richtig gut in der Kurve. Mich irritiert der ghostende Verkehr mega. Oh, jetzt habe ich...
die falsche Taste gedrückt. Ich wollte runterschalten. Na gut, dann pullern wir nochmal hier raus. Währenddessen können wir die neuen Beleuchtungseffekte mal ein bisschen bewundern. Ja, es sieht, glaube ich, schon in allen Belangen einfach ein bisschen besser aus. Auch in der Nacht. Wo ist hier die Influencer-Tafel? Da. Guten Tag, ich bin Influencer. So, ich möchte jetzt aber auch gleich mal schauen, wie viel Leistung dieses Auto abruft. Denn das habe ich gerade gar nicht gecheckt, ne? Also, da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachschauen. Es ist halt einfach krass, dass du in den Grenzbereich der S2-Klasse kommst. Das Auto lässt sich sehr gut fahren, ich kann aber noch nicht viel über die Pace an sich sagen. Aber ihr seht, die Kurven, der geht einfach richtig gut durch. Das gefällt mir. In schnellen Kurven hat er auch kein krasses Untersteuern hier. Wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass er leicht schwach auf der Brust sein könnte, aber das kann er in den Kurven halt, glaube ich, wieder wettmachen. Jetzt gucken wir mal. Sorry. Ich habe mich an Luft verschluckt. Unfassbar. Wie dämlich kann man nur sein. Wir schauen mal ganz, ganz kurz, wie... Alter, ist das dein Ernst? Der schafft 404 und das auch noch mit Aero. Jetzt machen wir mal ganz, ganz kurz die Aero weg. Boah, 416, ne? Läuft. 417. Wir fahren mit dem nochmal durch den Tunnel, keine Sorge, Leute. Also wer den Sound von dem Ding auch nochmal gerne im Tunnel hören will. Wir machen das gleich. Aber jetzt fahren wir natürlich erstmal das Colossus-Event. So, 420,4 km/h. Ich lasse es trotzdem mal beim Standard. Das gefiel mir gut, wie das Auto sich verhalten hat. Wir fahren das Colossus-Event. Was so ein bisschen klingt wie das Goliath-Event 2.0. Wir haben vorhin auch, glaube ich, ein Colossus-T-Shirt bekommen, oder? Vielleicht spielen wir auch jetzt Shadow of the Colossus. Vielleicht ist es irgendein geheimes Product-Placement von Sony. Wer weiß. Okay, legen wir los! Raider etwa einen V10-Motor eingebaut oder einen V12? Der klingt richtig strange. Das ist never ever der Original-Sound vom Aston Martin, oder? Ja, einfach mal der Renault hier führt, das ist ja geil. Das Runterschalten klang gerade fast wie ein Hochschalten. Glaube ich. So. Hinter uns der BAC Mono. Richtig flott unterwegs hier. In etwas kurvigeren, engen Bereich. Ja, hier dann doch leichtes Untersteuern gehabt. Komm schon. Schön aus der Kurve rausgekommen. Oh Gott, oh Gott. Alter, die Performance vom Auto ist... Alter!
Ja, also die Performance vom Auto ist echt schon ziemlich ordentlich. Hey, Goliath, Quatsch, hier Colossus. 5-Minuten-Rennen. Schon ziemlich hochgesteckter Name. Vor allem fahren wir jetzt nicht mit dem absolut schnellsten Auto des Spiels hier. Behaupte ich jetzt einfach mal. Kann gut sein, dass der Cayman doch ein bisschen flotter ist. 380. Ich gehe mal vom Gas. Gut, dass ich das getan habe. Das sieht schon ziemlich gut aus für uns. Halleluja, aber die Kiste geht aber auch ordentlich voran. Die fühlt sich ja auf der Geraden doch sehr viel flotter, als ich dachte. Das kleine Ding lässt die Muskeln spielen. Immer so leicht mit dem Po beim Ausgang ja, gegen die Bande klatschen. Das ist eine sehr gute Technik. Alter, der BHC Mono ist auf diesen ganzen flotten Streckenteilen tatsächlich ziemlich gut gewesen. Ich dachte eigentlich, dass der auf den etwas langsameren Bereichen oder in den etwas langsameren Bereichen ein bisschen besser ist. Jawohl! Der hebt das Ding auch leicht ab. Ja, der BHC Mono ist richtig flott, aber ey, der Cayman ist ein bisschen flotter und fährt dann direkt mit ins Bild. Sehr gut. Das war unglaublich. Rebecca hätte auf dem ganzen Festival keinen besseren Straßenrennfahrer finden können. Alter! Also sag mal, wie fühlt es sich an, Horizons neuer Straßenrenn-Champion zu sein? Gibt's immer 50.000 für das Event? Dann fahre ich das immer. Ab jetzt fahre ich das jede 5 Minuten. Das ist ja schon richtig gut, ne? Für so etwa 5 Minuten kriegst du enorm viel Kohle. Das ist geil. So, was gibt's jetzt, Wheelspin? Gib mir was Gutes. Die Welle. Habe ich in der Schule gelesen, war ein cooles Buch. So, jetzt aber. Moment. Sehr geehrte Damen und Herren. Ey. So ist der Wegpunkt schon viel besser. Anscheinend wartet mal wieder ein Klassiker auf uns. Aber häng das nicht an die große Glocke. Ich hab's nur dir erzählt. Und Kira. Ach, und Alex. Und noch ein paar andere. Ab jetzt wird geändert, oder was am Setup geändert, damit der Satz vom Satzbau her richtig ist. Egal. So. Vorne komplett runter mit der Aero, hinten komplett runter mit der Aero. Ja, 0,1 km/h macht's aus. Ja gut, natürlich bei nicht passender Getriebeübersetzung, da kannst du nichts machen, aber wenn du das Getriebe anpasst, zack, 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 dann fährt er mal ganz, ganz schnell 420 plus. Oh, 421 vielleicht noch. Ja, komm, da geht noch ein bisschen was. Okay, ein bisschen zu viel. Bergab könnte da trotzdem noch ein bisschen mehr gehen. Okay, 420,7 km/h.
Nein, zu früh Gas gegeben. Standardmotor, ne? Ich wollte es nochmal sagen. Alter. So, wir fahren gleich auch nochmal natürlich den ganzen Weg wieder zurück. Dann geht's bergab. Und dann können wir tatsächlich mal die Topspeed testen. Also auch ohne viel Flügel. Die Kurvenlage von dem Ding ist bombastisch. Also mit so wenig Problemen, die gerade hier mit, oder die gesamte Passage hier mit 400 plus km/h zu fahren, das habe ich bei, glaube ich, keinem anderen Auto bis jetzt hinbekommen. Driften kann man auch noch. Oh Gott, da starte ich direkt nochmal neu. Das war fürchterlich. Ja, das ist halt so, du versuchst irgendwie den Start zu optimieren und da kommt der Scheitel doch viel später, als man denkt. Und die Kurve macht natürlich auch noch zu, was halt auch nicht geil ist. So, jetzt aber. Ich glaube, 418 haben wir geschafft. Krass. Also das Ding ist wirklich genial. Wenn euch dieses Auto auch gut gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vor allem auch, wenn ihr Bock auf ein bisschen Haggis hättet. Habe ich auch noch nie gegessen, aber... soll irgendwie nicht so lecker sein. Keine Ahnung, ich habe letztes Mal schon irgendwas Schlechtes über Fish and Chips gesagt. Alle haben gesagt, schmeckt super. Wie auch immer, wenn ihr Bock auf Haggis habt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Forza Horizon 4. Haut rein!